Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Ja, jetzt bin ich unentschlossen, wo es weitergeht. Erstmal gucken wir, ob wir eventuell nochmal ein Levelchen können. Da haben wir natürlich nicht aufsteigen. Ja, komm, steigen wir ein Level auf. Ein ganzes Level. Ja, komm, packen wir noch einen in Belastung auf 8. Das sieht doch gut aus. Dankeschön. Und zwar wurde in den letzten Streams gesagt, wir haben zwei DLC-Schlüssel gefunden. Uns fehlt einer. Und der sei beim... Grab mal der Riesen. Irgendwo hier. Ich vermute hier irgendwo. Weil da haben wir uns nicht umgesehen. Gucken wir mal. Da hatten wir uns nicht... Ja, wie gesagt, Spike, Dampf länger als ich, hat einen Dampfer-YouTube-Kanal. Das heißt, wenn er die Fragen beantwortet, der tut es Minimum genauso gut, wenn nicht sogar besser als ich. Weil er einfach schon länger dampft und auch mehr Erfahrung und Geräte und so getestet hat als ich. Warum ich hier bin? Hier sind wir am Anfang des Let's Plays, des Streams, wie immer man das jetzt hier nennt, gestorben. Weil Waffenschmied Dennis gekommen ist und uns weggeknattert hat. Und wir uns hier nicht umsehen konnten. Und ich vermute mal, irgendwo soll hier noch der letzte DLC-Schlüssel sein. Bin ich mir natürlich nicht sicher, aber wir gucken einfach mal. Na, jetzt habe ich einen Bogen hier. Und der macht gut Schaden, also muss man sagen. Also gerade in den Anfangsleveln war der echt nicht ohne. Hat mich, glaube ich, sogar gewone-shottet. So ziemlich. Safety first. Ja, weil er halt mit seinem Magie ganz gut rumgewedelt hat. Perfekt. Achso, ja klar, den Rest könnten wir gleich nochmal in Lebenspopel ausgeben. Jetzt kriegen wir erstmal unser obligatorisches Menschenbild. Die Frage ist, wo hatten wir uns hier noch nicht umgesehen? Wo könnte hier der Schlüssel sein? Wir haben uns ganz panisch noch das Leuchtfeuer geholt. Und dann gucken wir mal. Eventuell da oben auf dem Dach. Ah, nehmen wir erstmal den Riesenbaumsamen. Der wächst mit der Zeit, glaube ich, nach. Also das heißt, wenn ihr oft invaded werdet, könnt ihr immer mal wieder hier hingucken und diesen Riesenbaumsamen holen. Womit die Gegner, die euch normalerweise angreifen, auch den Invader angreifen. Also das heißt, damit kann man ganz gut crawlen. Der wächst aber irgendwie nur random nach. Jetzt ist die Frage aller Fragen, wo könnte der Gerät sein? Der Schlüsselgerät. Da nicht. Ja, das ist hier halt völlig überzogen. Und damit, die hatte ich. Plus den Invader Dennis. Und die haben halt so viel Schaden auf dem Level gemacht, wo ich hier Nubi war. Ging gar nicht. Also die Stelle ist bums schwer. Also jetzt auf dem Level nicht, aber auf dem Level, wo man das erste Mal hier hinkommt. Also, es ist Hölle. Naughty auch, ja. Aber ich bin kein guter PvPler. Ich spiele nur, weil ich halt Bock drauf habe. Aber wie gesagt, immer erst, wenn ich das normale Playthrough beendet habe und mein Ohr kneift. Nee, mein Ohr kneift nicht, sondern eher... Irgendwas auf meinem Ohr kneift. Ah. Nicht schön. Nicht schön. So, geht aber. Perfekt. Ja, Shisha schmeckt halt immer noch nach Tabak, weil ja mehr oder minder der Tabak immer noch angeglüht wird. Also ist kein Vergleich zwischen Dampfen und Shisha. Wenn ich jetzt halt Shisha-Apfel oder Doppelapfel, wie es heißt, dampfe oder rauche in dem Fall bei Shisha, schmeckt das nicht so gut, als wenn ich in der Dampfe Doppelapfel dampfe. Weil bei Doppelapfel in der Dampfe schmeckt das halt wirklich nur nach Doppelapfel und nicht nach Tabakqualmkokel. So, hier oben waren wir nämlich noch nicht. Peitsche. Naja, Diana Jones Cosplay in dem Form an. Menschenbild.
Bastardschwert. Seele eines namenlosen geborstenen Augapfel. Okay. Also hier anscheinend nicht. Na dann. Doch, Bolle, also bei mir hast du das erzählt vor deinem Namen. Aha, eben. Okay. Ja, wie gesagt, eventuell einmal dann F5, das muss aktualisiert werden. Manchmal funktioniert es auch nur mit den Smileys nicht. Für alle, die es nicht wissen, die vielleicht jetzt bei mir zum ersten Mal subscriben, die ich da eventuell gejuckt habe. Hust, hust. Ihr könnt die Smileys jetzt in jedem anderen Twitch-Channel natürlich benutzen, nicht nur in meinem, ne? Das heißt, ihr könnt jetzt auch bei Lowars /GG oder /RIP oder was weiß ich benutzen. Feel free to use it and spread the love around. Das blaue Mondschwert habe ich noch nicht. Nein, Norti, wir haben die Quest auch noch nicht fertig. Das holen wir uns noch. Jetzt frage ich mich, wo soll dieser Schlüssel sein? Wo ist das denn? Wo ist denn die Soldatenrast? Helft mir mal kurz, das ist... Ach, wir sind in Soldatenrast. Ach, ich Depp. Schau mal beim letzten Riesen. Beim letzten Riesen in die Tür. Okay. Ne, die ist hier, ne? Da kommen wir am besten, glaube ich, hin. Ja, den Schlüssel haben wir, glaube ich, im Eisenschloss gelootet. Und das ist richtig, das ist offen. Schauen wir mal rein. Wobei man auch so da runterkommt. Warum ich das jetzt mache, Fragezeichen, zeige ich euch gleich. Aua, aua. Geh weg. Vielleicht Giftpfeile nehmen sollen. Deko sei gegrüßt. Wir schauen. Wir schauen. Bollebub geht. Habe ich gar nicht gesehen. Auf jeden Fall dann gute Nacht, Bollebub. Sorry an der Stelle. Die Delta. Die Delta 1 oder die Delta 2? Fragezeichen. Gibt es auch eine Delta 1? Also das hier ist die... Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Erkennt man das? Das ist die Delta 2. Die gibt es ja mit Standardköpfen. Du musst sie ja nicht als Selbstwickler dampfen. Also von daher würde ich sagen, falls du die Delta 2 meinst, prinzipiell kann man die als Einsteiger dampfen. Wenn du einen passenden Akkuträger dazu hast, der gegebenenfalls auch die Sub-Oben-Köpfe ab kann. Also wie zum Beispiel die Eistic 50. Und irgendwann baust du dir wie ich halt einfach die RBA-Einheit ein. Und, wickelst das Moped selber. Da kommt man nämlich auch runter. Man braucht gar keinen Schlüssel. Mein Rakenstein. Schlüssel ist was für Amateure. Falkenring. Wir können endlich weiter Bogenbogen. Hurra für Bogenbogen. Ach, hurra für Sterben.
große Seele eines, ach, toten Menschen. Geborstener roter Augapfel. Mimik. Nein, keine Mimik. Tavarien! Wo geht denn Tavarien? Da! Komm gut ins Bett, Tavarien. Bis hoffentlich Sonntag. Zum 20 Uhr Stream, da ja ein bisschen früher und dann nur bis 0. Die Delta 2. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt ja ausführlich was zu gesagt. Also, wir hätten mit dem passenden Akkuträger, wie hat die Eistik 50, kann ich dir nur ans Herz legen. Was macht der Typ? Ach ja, natürlich. Aha, natürlich! Okay! So war es jetzt nicht gedacht. Arsch! Boah, der Schaden! Ich bleib bei Plan B mit Gift. Wo ist denn hier das Gift-Moped? Also, wie meiner Meinung nach, die iStick 50 ist so ein, wenn du es so nennen willst, so ein kleiner Game-Changer. Das Ding ist halt einfach brutal billig und brutal gut. Also für den Preis kannst du halt echt nichts falsch machen. Es passt halt so gut wie jeder Verdampfer halt drauf, es sei denn, du willst halt einen riesen Vapor-Giant draufschrauben. Hält lange, kann bis 0,2 Ohm runter. Was will man mehr? Nicht direkt für Umsteiger, das ist richtig. Das ist prinzipiell richtig. Hat er nicht gesagt, für Umsteiger, also es klang so, als ob er schon dampft, aber er möchte mit den Dampfen erst anfangen. EWOT 2. Hurra, EWOT! Hurra für EWOT! EWOT-Hype! Das ist so gut. Freunde der lieben Community, helft mir. Wie spreche ich ihn richtig aus? Omix 8? Ist das richtig? Das wäre das Mindeste, was ich richtig machen kann, um dich auszusprechen. Omix? Ich weiß nicht, wie ich dich ausspreche. Verdammt. Aber ich danke dir fürs Subscriben. Willkommen im Moped Club. Danke, dass du mich auf Twitch unterstützt. Und viel Spaß mit den Moped Emotes. Dankeschön. Und vielleicht hilft mir einer, wie ich dich ausspreche. Ich habe keine Ahnung, weil da sind Leadspeak-Klamotten drin. Ich kann das nicht. Hilfe. Von daher, sorry, nicht böse gemeint. Ich gucke jetzt auch extra auf den Chat, dass mir einer vielleicht verrät. Omix 8. Okay, Omix 8. Also mit Omix lag ich ja schon nicht falsch und die 8 noch hinten dran. Omix, also nicht Omix 8, sondern Omix 8. Gut, ich hoffe, dass... Gut, Hatebreed, wie gesagt, am Anfang die E-Wort, damit sie nicht gleich die Lungen wegsprengt, weil das könnte dir mit der Delta durchaus passieren. Also die Evo 2 hat auch der Black Fox, der heute nicht dabei ist, weil er in Berlin ist. Damit hat er den Umstieg quasi auch vom Dampfen, nein, vom Rauchen zum Dampfen geschafft. Uiuiui. Uiuiui. Und Omix 8, wie gesagt, danke nochmal. Und sorry, dass ich deinen Namen nicht aussprechen konnte. Aber das sage ich ja immer wieder, mit Leadspeak tue ich mich halt extrem schwer. Oh, ja, genau wie mit Feuerbällen, die auf mich zufliegen. Da tue ich mich auch immer mit Monstermöpsen, die mich anchargen. Auch quasi. Ich tue mich mit so vielem schwer. Dankeschön. Oh Gott, der Subtrain heute. Ist ja unglaublich. Ihr seid so verrückt, Freunde. Ich kann mich da nur wiederholen. Im positiven Sinne alles Verrückte hier. Danke. Bro, fürs Zurück. Omix 8. Dankeschön. Nein, ihr seid die Geilsten. Ganz ehrlich, gerade gestern hatten wir auch zwei Leute, die sich hierher verirrt haben, die nicht so ganz hier hingepasst haben. Und da bin ich froh, dass das echt die Seltenheit ist, dass wirklich
zu 95 schwerer Eisenschlüssel. Was? Moment, ist das DLC-Ding, was wir gesucht haben? Schwerer Eisenschlüssel. Nee, Key-Items. Wo sind Key-Items? Key-Items! Key-Items? Da, schwerer Eisenschlüssel. Wofür war der denn? Ja, okay, wir haben alle drei DLC-Schlüssel. Danke für den Hinweis, Freunde. Ich glaube, hier hätte ich nämlich auch jetzt erstmal nicht reingeguckt. Dass halt 95% der Leute, die hier im Chat sind, vernünftig sind. Klar, mal einen zotigen Humor, mal einen derben Spruch, kein Ding. Aber nicht einfach nur sinnlos rumpöbeln. Und wie gesagt, die 5%, die kriegen wir auch sehr schnell wieder weg. Und da bin ich froh, dass es halt hier die meiste Zeit über wirklich nur vernünftige, coole Leute sind. Und dafür danke ich. Und das liegt nicht nur an mir, das liegt an euch. Dafür halt auch nochmal vielen... Ah, ich will den nicht wegbogen, ich würde den gerne umhauen mit Gerät. Ja, hier mit Pix-Gerät, dankeschön. Uiuiui. Noch komm, geh weg, ich möchte hier bitte weg. Ja, wie gesagt, dafür danke. Ja, keine Ahnung, also die Typen gestern waren ziemlich strange. Vor allem der eine fragt mich noch erst in einem vernünftigen Satz, wie ich hier diese Mira Misato-Dingsbums-Tante finde, und danach flamet er mich. Super. So, einmal bitte kurz mal Majulanian. Hab das Dampfmoped schon bekommen? Okay. Ja, wie gesagt, muss man halt... Wann habe ich den denn übersehen? www.vinyu? Das habe ich gar nicht gesehen und gehört. Sorry an der Stelle. Ich habe es jetzt nur in der Vorschau gesehen. Willkommen! So, Mira Misu, ich glaube, so oder ähnlich heißt eine deutsche Streamerin, die in sehr kurzer Zeit jetzt relativ erfolgreich gewesen ist oder ist. Das heißt, 15.000, 20.000 Follows und Abo-Knopf und hast du nicht gesehen. Stream-Konzept, sie spielt LOL. Tatsächlich genau wie Caseytron. Wenn dir das jetzt was sagt, dann weißt du, was ihr Konzept ist. Ansonsten guckst du dir auch nicht an. Das ist ihr Konzept. Achso, Lebenspopel wollte ich nochmal kaufen. Und da war halt mehr oder minder eher eine Diskussion, ob, wie ich das finde, ob das sinnvoll ist, ob Twitch was machen sollte. Und ich habe gesagt, prinzipiell, ich bin da kein Fan von, soll aber jeder machen. Und wenn Twitch nichts unternimmt, okay, so may it be. Also Leben und Leben lassen war meine Devise, und dann hat der Typ irgendwie angefangen, dumm rumzupöbeln. Naja. Naja, so, wir haben jetzt in die Seelen gehen, Gerät, Träume, Erinnerungen. Das heißt, wir könnten einmal in die Lichtsteinbucht. Das heißt, da können wir uns jetzt das erste Riesenseelengerät holen. Lichtsteinbucht, wo ist denn Lichtsteinbucht? Lichtsteinbucht! Ah, da waren... Oh, toll, jetzt ist die Frage... Ne, ich gehe hier oben lang. Unten sind wieder die Spinnen und da kriege ich wieder Leuchtfeuer nicht an und sterbe wieder sinnlos. Reptile! 30.04., mein Lieber. Ja, der ganze April mit Bloodborne und Dark Souls. Ich wiederhole mich da an der Stelle. War halt ziemlich geil dank euch, wo ihr eingeschaltet habt wie die Verrückten. Und das hat halt den Twitch-Staff überzeugt. Ja, immer wieder danke an euch, dass ihr da halt so fleißig schaut, followt, guckt, mich lieb habt, im Chat kommentiert. Ich kann den Dank nur zurückgeben. Und wie gesagt, der Glückwunsch gilt quasi der Community, weil ich sitze ja nur hier und spiele. Ihr macht die Community lebendig. Durch Chat-Aktivität, durch Einschalten und so. Darum danke an euch. Ach so, ja, den erwische ich wieder nicht. Ja, den erwische ich nie. Der, nicht mit der Waffe, nicht in dem Leben. Nein, ich Arsch. Ich bin dumm. Ich bin nicht klug. Ich bin ganz und gar unklug. Ja, hätte ich eigentlich direkt machen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Wir haben nämlich gelernt,
Fackel lässt Spinnen mich in Ruhe. Was dazu führt, dass man hier einfach durchrennen kann. Ja, wie gesagt, kann jeder halten, wie er will. Ich meine, in Anführungsstrichen, der Erfolg gibt ja den Personen recht, die halt so ein Konzept halt haben. Sonst würden da ja nicht so viele Follower und ein Abo-Button sein. Also irgendwie muss es ja funktionieren, dass halt manche Leute sich sowas gerne angucken. Und naja, wenn man halt sowas braucht, bitte. Warum nicht? Mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr. Oh, ich finde hier nie den Weg. Hier komme ich in den Tod. Naja, fast. Ja, danke für Estus. So. Titanitbrocken. Fackel. Die lassen mich in Ruhe. Ja, für alle, die den Stream nicht gesehen haben, neues Feature hier, oder ich habe es in der anderen Fassung nie bemerkt, ihr seht, die Spinnen machen nichts, wenn man eine Fackel draußen hat, die laufen einfach weg. Auch im kompletten Spinnenkampf, die kann man halt komplett ignorieren. Das ist halt das Schöne daran, was den Kampf halt ziemlich trivial halt macht. So, nehmen wir mal hier noch eine Estus, keine Ahnung, was da drin jetzt ist. Da war eigentlich nichts drin, außer halt die Riesenseele. Viva Spalding, wo sehe ich da? Ciao zusammen, bis demnächst. Sonntag, 20 Uhr zum Beispiel. Hoffe, du schaltest nochmal ein. Würde mich freuen. Am Sonntag weiter hier in Dark Souls. Wir haben drei DLCs, haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Ich vermute einfach mal, da ich die DLCs auch nicht so oft gespielt habe, rechnet mal tatsächlich mit 1 bis 2 Streams pro DLC. Also, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da durch sind. Ja, eine uralte. Stimmt, das war gar keine Riesenseele. Das war die Drachenseele für das Schwert. Ich Depp. Für das geschwungene Drachengroßschwert, womit wir ja auch ein bisschen PvP damals gemacht haben. Dafür war die Seele. Das heißt, das war jetzt eigentlich relativ unnötig. Ich hätte nämlich gedacht, es gibt die Riesenseele. 3 Erinnerungen plus Riesendrache. Haben wir schon eine Riesenseele? Ich glaube, eine haben wir, ne? Ja, also wir kommen auf 4. Die 5. holen wir uns nicht erstmal. Ja, gut, dann sind wir hier fertig. Ich kann es nicht beurteilen, Nina, ob die wirklich spielen kann. Weder bei Caseytron noch bei der, weil ich kenne mich in LOL nicht aus. Da kann ich halt absolut nichts zu sagen. Ich glaube, wir kommen nur auf 4. Also jetzt haben wir noch 3 Erinnerungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 3 Erinnerungen, wenn ich es in Erinnerung habe. Das ist auch ein Satz aus der Hölle. Und dann gucken wir mal, auf wie viel wir so kommen. Ich denke 4, weil die 5. kriegst du über den großen Drachen, den wir nicht machen werden erstmal. Jeden Ort außer diesen entdeckt. Du... Ich frage mich gerade, wie hast denn du Dark Souls durchgespielt, ohne die Drachengedenken zu entdecken? Weil du musst den letzten Riesen in der einen Erinnerung doch auf jeden Fall machen, um den Endboss zu triggern. Das heißt, du könntest eventuell die anderen 2 übersprungen haben. Das mag sein. Letztendlich, da gehen wir jetzt genau hin. Wir haben uns ja das Item geholt durch den Drachen oben. Die Baumhauer sind... Aua! Baumhauer sind wieder da, die Bösen. Das ist quasi ein Rückblick in die Zeit der Welt, wie sie früher war, als die Riesen noch lebten und nicht versteinert waren. Und wir spielen quasi tatsächlich die Erinnerung des Baumes.
Wenn du das halt so sagen möchtest. Wie gesagt, wir untersuchen den jetzt und werden da jetzt reingewubbelt. Was ich in der Vergangenheit nicht mochte, war, dass es unter Zeitaspekt war, dass du nur eine gewisse Zeit hattest, um da durchzurushen. Deswegen mochte ich das nicht so. So, Gedenken an Wamme. Ich muss jetzt nur gucken, keinen Fehler zu machen, weil irgendwo sitzt, glaube ich, Hugo und Drummond. Hier sitzt Drummond. Und wir müssen mit beiden quatschen. Nee, das ist nicht Drummond. Da sitzt Drummond. What are you doing here? You are not one of our soldiers. And I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness, this is no place for you. I am Drummond, and the Lord has placed this fort in my hands. Whoever you are, I forgive your trespass. Leave this place immediately. Ach, den Drachenfriedhof. Ach so. Just mention my name. Okay. And no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist. ist einfach ein quasi eine optionale Area, wo du halt diese Seele kriegst, wo du eine ziemlich gute Waffe rausschmieden kannst. The venerable Lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants, and brought back a prize. It was then James materialized. The giants are no ordinary barbarians. Na, sieht ja mal schon mal ein bisschen hier wieder Bart, so ein bisschen. Mal gucken. My father and his father fought the giants on this very land. Ja, They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly that he will be. Oops. My blade may break, my arrows fall. Ja, gut, jetzt habe ich eh hier gerade die Hälfte durchgequatscht. Hurra-Geste. So, den müssen wir nämlich nachher auch beschwören, glaube ich. Was Schlaraffen sagt, klar. Also das Konzept ist natürlich zeitlich begrenzt. Ich meine, guckt euch Legendary Lair an, blondes Kalifornier-Mädchen, locker, freizügig, klar, kommt an, guckt euch einfach die Spenden an, aber was die in der Zeit an Spenden eingenommen hat, da siehst du halt 23.000, 22.000 und nur eine Liste mit 500 plus Donator, die so lang ist wie meine Liste. Klar, es wird sie nicht noch in 20 Jahren so machen können, weil sie dann wahrscheinlich nicht mehr so gut aussieht, aber das finanziert ihr das College. Diese Tür habe ich bis jetzt nie gesehen. Ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich die aufmache. Die habe ich in jedem Durchgang übersehen. Immer, glaube ich. Nie gemacht. Na, hat sich auch nicht gelohnt. Ganz ehrlich nicht. Die Frage ist, ich glaube, vorbei ist besser als nicht vorbei. Ach ja, die konnte man backstabben. Okay, hätte mich vielleicht sogar mit dem Dolch nehmen sollen. Haben sie die genervt? Bin ich stärker als sonst? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir müssen die Erinnerung wahrscheinlich zweimal oder dreimal sogar spielen, bis wir uns einmal alle Items, glaube ich, geguckt haben. Items geguckt haben, schöner Satz. Weil wir hier nicht durchkommen lebend. Ja, lichtet sich, wie ihr schon seht. Das ist das Problem an der Spiel. Das meine ich halt. Das ist ein bisschen schade, dass man hier so gehetzt spielen muss.
Das ist ein wenig schade. Wo? Da. Wobei die Frage ist, ob man sich jetzt wirklich hier noch umsehen muss. Allein weil wir halt schon mit Drummond so lange gequatscht haben, ist halt die Zeit weg. Du kannst halt die Mobs hier nicht wirklich machen. Das heißt, meine Taktik, die ich euch empfehle, rennt durch, lootet und sterbt einfach nicht. Alles andere lohnt sich nicht wirklich, glaube ich. Weil es hat keinen Wert. Trage ich eigentlich jetzt noch die Fallschadenhosen? Ja, tue ich. Kann ich anbehalten mal für den... Aua, mein Ohr drückt! Au, Schmerz! Irgendwie drückt mein Ohr. Also besser gesagt, irgendwas drückt auf mein Ohr. Besser. So, die Frage ist halt, prächtige Lanze haben wir schon aus der Erinnerung. Das war eines der Top-Items. Eventuell der Titanit war drin, die könnte man mitnehmen. Das Ketenleuchtfeuer könnte man mitnehmen, ist aber auch nicht ganz so wichtig. Das heißt, die besten Items haben sie jetzt schon. Das Schild, was wir tragen, ist auch aus der Erinnerung ursprünglich. Das heißt, die besten Items haben sie jetzt schon außerhalb der Erinnerung positioniert. Ich denke mal, weil keiner sie gespielt hat. Ja, ich glaube, das war der einzige wenige Mob-Batman, den man machen musste. So, gib mir hier nochmal den Bogen. Ich weiß, Zeit ist Geld und wird an die Kunden weitergegeben. Wayne Schlegel, Michigan Lebens- und Unfallversicherung. Na gut, dann müssen wir dich ja noch nicht mehr machen. Perfekt. Der Giftkotzer kotzt Gift. Das ist das, was... Okay, da könnte man vielleicht mit einem Feuerfall drauf schießen, um die explodieren zu lassen. Wäre vielleicht eine Taktik, dass sie die da hingestellt haben. Oh, die Glöckchen, Schildkröten, Mob-Batmänner sind auch neu. Die gab es vorher auch nicht drin in der Erinnerung. Hallo Bogenschützenmänner. Wie gesagt, hier hinten lag, glaube ich, das Schild, was ich jetzt trage, in der Kiste. Gefahr ist, dass man hier stirbt, wenn die jetzt einen den Weg zustellen. Versteinert ist etwas. Ja, liegt jetzt nur noch Scheiße drin. Lohnt sich nicht mehr hinzugehen. Kannst du knicken. Hier nach glaube ich auch noch irgendwo was. Aber alles halt nicht so super spektakulär, als dass es sich wirklich lohnen würde. Und hier oben war jetzt der letzte Klaus, ne? So ein halber Klaus. Den ich nicht backstabben kann. Natürlich nicht. Aua! Popauer! So, raus hier. Reicht. Ich glaube, wir haben das Wichtigste. Hatebreed, komm gut ins Bett, mein Lieber. Hoffentlich bis Sonntag. Morgen, wie gesagt, ein bisschen mal ausspannen. Naja, wobei ihr, ich muss zum Sportfest irgendwelche Hüpfburgen fotografieren. Bin ich schon gespannt drauf. So, ab zum Verfolgermann. Verfolgermann, ach komm. Ja, den machen wir hier nochmal weg. Na, müsst ihr auch gleich nochmal nachfüllen, glaube ich. So, Verfolger. Verfolger. Cedric, auch du, mein Lieber. Bis Sonntag, komm gut ins Bett. Wir machen jetzt die Erinnerungen noch. Ja, keine Angst, Endboss machen wir nicht, weil wir ja die DLCs auch noch machen wollen. Also, keine Sorge. Das absolute Ende verpasst ihr nicht. Und wie gesagt, ich gucke das bis nächste Woche...
Ja, bis Mittwoch könnte knapp werden. Okay, ich sag nichts, sonst hätte ich gesagt, also bis Freitag hätte ich versucht, den Stream hochzuladen auf YouTube, dass man halt das Ende nochmal gucken kann. Bis Mittwoch werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil es zu viele Parts werden. Von daher muss ich schauen, wie ich das auf YouTube mache. Wenn nicht, ihr könnt natürlich jetzt auch, großer Vorteil jetzt übrigens, die VODs, seitdem ich Partner bin, werden nicht mehr in 30 Minuten Blöcken gemutet, wenn ich Musik anmache, sondern tatsächlich nur noch für das Lied, was ich reinmache. Also das heißt, wenn ich jetzt 3 Minuten Michael Jackson spiele, ist nur 3 Minuten gemutet. Aber das heißt, die VODs bleiben auch für euch anguckbar, selbst wenn ich jetzt halt mal wie in der Werbung Musik halt reinhau. Ziemlich geile Sache. Wusste ich auch nicht, dass das bei Partnern anders ist. Aber ist so. Man lernt nie aus. Nein, ich möchte Gegenstand aufnehmen. Und mit Jugo Jugon. Lass mich mit Jugo Jugon. Well, me again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart. Bullshit. Ja, richtig, mein Tante. Das hatte ich im Let's Play gezeigt. Es gibt Asketenleuchtfeuer in den Erinnerungen. Es gibt glitzerndes Titanit in den Erinnerungen. Das heißt, du kannst quasi mit einem Perpetuum Mobile und Asketenleuchtfeuer und glitzerndes Titanit bekommen. Muss nur halt jedes Mal quasi den Riesenlord-Boss töten, Asketist, und kriegst wieder ein Asketenleuchtfeuer und glitzerndes Titanit. So habe ich im Let's Play hochgefarmt, das Ganze als Hexer gezeigt, was super easy war. Wird als Mili wird halt immer schwerer, als Hexer stehst du einfach da, knatterst da deine Hexer-Zaubersprüche drauf und lootest und bist glücklich. Also wie gesagt, das habe ich im Let's Play gezeigt. Ja, da Kaktus, die Frauen wollen nur ein Sixpack. 8 ist schon wieder zu viel, das überfordert die. Mann, Mann, Mann. It is crafted in moonlight. And we all know what that means. And I would have said, but I see you, but if you then have a great time. So, haben wir alles? Ich stehe tief in eurer Schuld. Have a great day to you. Oh, Auge juckt. Entschuldigung. Ja, haben wir. Perfekt. Dann sollte der jetzt hier auch gleich drin anzutreffen sein. Beziehungsweise beim Boss. So. Ja, ich hab einen Waschtrommelbauch. Da ist auch bequem. Meine Frau findet den gut. Ist gemütlich. So ein richtig schöner kleiner Waschtrommelbauch. So, hier müssen wir nachher nochmal zurück. So, untenrum. Wo ging es hier lang? So, hier war das Asketenleuchtfeuer, glaube ich. Nee, das Seelengefäß zum Umskillen war da drin. Das kann man sogar auch noch mitfarmen. Das kann man sogar auch noch mitfarmen. So, das ist die besagte Riesenseele. Dann haben wir die auch. Wobei, das war jetzt dumm, dass ich rausgegangen bin. Aber naja, egal, wir gehen nochmal rein. Ja, Waschtrommelbauch, Waschbärbauch, wie auch immer. Ihr wisst, ne? Und wieder in die Leiche gepiekst. Ach man, ey. Estus. Ja, Estus passt. So, gucken wir mal, was wir da reingepackt haben. Nein, nein, das ist kein DLC. Das ist noch ganz normales Hauptspiel Naughty. Das sind quasi die Erinnerungen, die man spielen kann, aber nicht muss. Macht's einfacher, wenn wir nachher König Vendrick machen. Und die Riesenseelen schwächen den. Mit jeder Riesenseele, die wir im Inventar haben, macht er weniger Schaden. Und wir machen mehr Schaden. Was hat mich da getroffen? Aua. Die machen immer noch gut Schaden.
Hier darf man sich nicht vertun, auch wenn die aussehen wie die letzten Bauern. Dass die tatsächlich High-Level sind. Hier war irgendwo noch eine Wand. Ach ne, erstmal mussten wir, genau. Hier mussten wir einmal so reinfahren. Das war's. Dann war hier die Wand. War es eine Mimik? Nein. Der Pharos-Apparat war nämlich eine Falle, aber an den Loot kommt man trotzdem durch eine versteckte Wand. Das ist unglaublich hier. Feuersamen. Final Cloud, sei gegrüßt. Und Stahlhelm, Stahlrüstung, Stahlschuhe, Stahlgamaschen. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt hier das Ding reinsteckt, ist hier die Falle, die auf euch schießt. Also die Wand geht nur so auf mit X normal davor stellen und drücken. Böse Falle. Oh, jetzt kamen nochmal Moped-Männer, oder? Nee, ach, jetzt kamen die Moped-Männer, ich erinnere mich dran. Danke, Ballistenmann. Herr Ballisto. Ja, schieß nochmal. Danke. Herr Ballisto. Naja, mach du mal. Ding runterhebeln. Und dann hier unten auf die Plattform. Was der schwierigste Teil der Veranstaltung ist. Weil ich das nie schaffe und dann sterbe. Wie zu sehen. Die gute Nachricht ist, eventuell haben wir noch einen Versuch. Die schlechte Nachricht ist, ich werde sterben. Eisentrachtstulpen. Eisentrachtrüstung. Hallo Mopedmann. Auf Wiedersehen, Mopedmann. Einmal zurück. Jetzt kann sein, dass die Zeit gleich nicht mehr ausreicht. Dann müssen wir nochmal rein. Ich will gucken, was da drin ist. Da drin war immer die prächtige Lanze. Die haben sie jetzt ja quasi aber schon umgelegt. Das heißt, da wird jetzt neuer Loot drin sein. Ich will halt wissen, was da drin ist. Die Stahlrüstung musst du sehen. Kann ich gleich anziehen. Erinnere mich bitte nochmal dran. Ja, im Moment ist mein Kopf in Hektik, 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 weil ich möchte zum Loot. Ha! Ja, den kaputt ballistet. Wer? Wo? Ach, der Ballistenmann hier. Geh weg. Tendenziell ziemlich kurz vorm Endgegner. Also das heißt, das geht recht schnell, wenn wir es wollten. Also vom Hauptspiel 75%. Oh, das ist nämlich jetzt der Trick-Teil. Backstab! Qualitäts-Backstab mit! Oh, mach auch nicht viel Schaden. So, und hier war die prächtige Lanze drin. Oder da hinten, in einen von diesen Kisten. Die wir jetzt ja schon zu Anfang bekommen haben. Da ist... Ach, jetzt sind sogar drei Asketen neu. Ich war ja gut, aber die respawnen nicht. Stahlkisten respawnen nicht beim Hochasketen. Das nur nochmal als Info. Nur Holzkisten. Einfallspinsel, Skeptiker. Also tatsächlich nichts mehr Spannendes, was ich lohnen würde, um den Scheiß eigentlich zu machen. Verwerktes Dämmerungskraut. Ja. Und raus. Ja, macht ihr mal, ihr Baumhauer. Wir sind hier fertig. Ja, also das wollte ich gerade sagen. Das, was Schlaraffen schreibt, sorry, das kann ich mir nicht durchlesen. Da bin ich 3 Minuten am Lesen.
Wäre für euch untereinander okay, aber wie hat so lange Texte, nicht böse sein, werde ich halt im Stream nicht lesen können, weil dann komme ich zu gar nichts mehr. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, komm, wir gehen einmal fix nach Majula. Dann ziehe ich da mal die Schnallrüstung an. Und Taldorian, sei gegrüßt. Oh, klopf mal auf Holzspike. Das mit der Allergie geht bei mir in den letzten Tagen. Ich hoffe nur nicht, dass das morgen auf diesem Sportfest dann echt extrem wird. Stahlrüstung gucken wir uns an. Machen wir uns mal nackelig. Ich suche die gerade. Stahlset. Ja, nehmen wir mal so. Kopfteil ist scheiße. Rüstung geht. Hosen gehen. Handschuh gehen. Nur Kopfteil finde ich ist nicht ganz so geil. Seit wann habe ich einen Subknopf? Da habe ich ja einiges verpasst. 30.04. Taldorian. Dank dem geilen Bloodborne und Dark Souls Monat. Ich wiederhole mich, aber fragen ja doch häufiger. Deswegen beantworte ich auch dir die Frage. 30.04. Wie gesagt, der Monat April war halt mit Bloodborne super geil. 450 Zuschauer aufgehabt. Und da hat Twitch gesagt, ja, hier, wenn du willst. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich möchte, dann Hype für finale Pinkelpause. Ach, du Kacke, Mann. Ja, können wir gleich machen. Kagamichi. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Tagsrüstung aus Dark Souls 1? Wer ist Tag aus Larus? Wer ist denn... Erstmal hallo LP Larus, ich hab dich gar nicht gelesen. Erstmal... Huh. Hab dich gar nicht reinkommen sehen. Entschuldigung. Tarkus kenne ich ehrlich gesagt nur. Tark ist der Skorpionmensch. Den gibt's glaube ich nur im zweiten Teil. Kann sein, dass du Tarkus meinst, aber ich glaube, der hätte eine andere Rüstung. Bin ich mir aber nicht sicher. Naja, guckt euch mal diesen Bauch an. Also ist natürlich eine sehr freundliche, frauenfreundliche Rüstung, wo man halt auch Casey Truns drin unterbringen kann. Naja. Geht, also mit einem anderen Kopfteil würde ich sagen. Was könnte man als Kopfteil dazu anziehen? Ich weiß, Fashion Souls. Die finde ich, ja, das sieht schon besser aus. Die würde gehen. Die geht gar nicht. Die würde vielleicht auch gehen. Die passt, naja. Das sieht lustig aus. Ja, wobei, das geht eigentlich auch. Naja, egal, man kann halt viel machen. Ist halt Fashion Souls. So. Nehmen wir wieder unser Fashion Souls Outfit. Was hatten wir denn jetzt eigentlich zuletzt an? Bikini, ne? Und Kritstulpen. Kritstulpen, Kritstulpen, Kritstulpen. Jawohl, ja. Und die üblichen Wandererstiefel. Hurra. So. Wie spät haben wir es denn? Ja, könnten wir tatsächlich machen. Norti, komm gut ins Bett. Ja, wir machen jetzt nochmal eine kleine dreiminütige Pinkelpause. Wer muss, nur geht selber. Ansonsten gibt es 3 Minuten Musik, beziehungsweise für die, die mich unterstützen möchten, Werbung. Broken ist auch weg. Larus, völlig okay, völlig okay. Gibt sogar ein Quote. Lurken ist völlig okay. Wie gesagt, du siehst ja, je nachdem, wie viele Leute da sind, ist es halt schwierig, als Streamer alle im Blick zu behalten, beziehungsweise wenn man dann untereinander sich noch unterhalten kann, umso besser. Und wenn du dich zurückhalten willst und nur die Show genießen willst, auch völlig okay. So, ich mache einmal Musik an, den Pause-Screen und sage bis...